Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Projekt mit mir, dem Marcel von The Allrounder Player. Ja. Ich starte mein zweites Projekt. Super Mario World. Welcome, this is Dinosauria Land. In this strange land we find that Princess Toadstool is missing again. Looks like Bowser is at it again. Yeah, man. Schon mal gleich am Anfang sagen, wir machen sowas wie Danny Burnage mit sechs Fragen und Antworten. Marcel hat sich Fragen ausgedacht. Die würde mir jetzt stellen. Okay. Du darfst dich nicht zurückziehen, jetzt kommen böse Fragen auf dich zu. Oh Gott. Und ja, dann fangen wir mal direkt eiskalt an. Also Leute, er weiß nicht Bescheid über die Fragen, er weiß gar nichts. Auf ihn kommt einfach was zu. Okay, fangen wir mal an. Wie würde deine Traumfrau aussehen? Wie eine Frau. Nein, Spaß. Okay, jetzt also Haarfarbe und alles oder halt nur so allgemein. Ihr Charakter? Ja. Ja, also Charakter natürlich, nett, witzig, nicht schnell schlecht gelaunt. Warte, was gibt's noch alles? Natürlich auch guten Körper, oh fail. Guten Körper vielleicht noch so mit dabei. Und sonst, ja, Haarfarbe, vielleicht so mehr ins Dunklere. Schätze ich mal so, vielleicht, keine Ahnung, braun, dunkelbraun. Ja, und sonst, Charakter habe ich ja schon gesagt, also, ne? Einen lustigen Charakter! Gut. Okay. Okay. Ja, dann kommen wir mal direkt zur nächsten Frage. Und zwar, was würdest du tun, wenn du eine Freundin hättest und sie dich auch auslachen würdest, dass du einen kleinen Penis hast? Es kommt nicht auf die Größe an, sondern auf die Technik. Und dann würde ich jetzt zeigen, was ich drauf habe. Nein, also ich würde da eigentlich schon wirklich, naja, mich schämen irgendwie, ne? Ich meine, also du hast eine Freundin, so erstes Mal und dann direkt so packst raus und dann lacht die dich aus. What the fuck, Alter? Ja, okay, das wäre ein bisschen mies, aber... Das wäre wirklich mies, aber... Entscheiden, trennen so jetzt? Würde ich, glaube ich, nicht. Ich würde zeigen, was ich drauf habe. Oh Gott. Ja. Los, weiter. Boah, warte, jetzt musst du gerade wieder einen einfallen. Schreib sie dir doch auf, Mann. Egal. Übrigens, ich werde dieses Spiel nicht zu 100% spielen. Wird Fun Let's Play, Digga. Hui. Hau raus! Ah, keine Ahnung, Mann! Es gibt so viel, Alter, du kannst wirklich jeden Scheiß fragen. Okay. Okay, was würdest du machen, wenn deine Mutter dich erwischt, wie du gerade am Masturbieren bist? Oh, das wäre mir ziemlich peinlich. Ich würde schweigen und nix sagen. Ja. Weil mir das wirklich in dem Moment wirklich so peinlich wäre, da würde ich gar nichts. Ich weiß auch nicht, wie die Reaktion von meiner Mutter wäre. Vielleicht so, what the fuck? Vielleicht so erschrocken, so, weißt du? Ja, klar. Boah, aber sonst so. Das wäre peinlich. Ja. Okay, kommen wir zur nächsten Frage. Was würdest du tun, wenn du deine Schwester oder dein Bruder, egal, hören würdest, wie er oder sie mit jemandem Geschlechtsverkehr hat? Es würde mich eigentlich nicht interessieren. Ich würde stumpf an der Tür vorbeilaufen, nur halt so, aha, gut zu wissen. Nicht stören, bitte. Ne, mir wäre das eigentlich Schrott egal. Und dann danach vielleicht zu fragen, und, wie war's? Ja. Gott, ey. Ja, was stelle ich denn jetzt für eine Frage? Ich habe mir 5 aufgeschrieben. Ja.
Ich habe ja jetzt schon vier oder so gesagt. Durch ja, so. Ich habe zu schnell geantwortet, oder was? Nein. Ey, Junge, zu dem Thema gibt's so viel. Okay, genau. Was würdest du machen, wenn vor deiner Haustür ein Pornostar, eine Frau steht? Und wie weiß ich, dass das hier eine ist? Mit einem Ausweis oder was? Das sieht man doch. Ach so, okay. fragen, was sie hier will? Was genau halt, ne? Ja, dann wenn sowas kommen würde wie, ja, hier los, drehst mit mir ein Porno, würde ich sagen, nee, lass mal stecken. Weil wer weiß, wie viel die schon gefressen hat. Geschluckt halt, ne? Das finde ich eigentlich eklig, ne? Aber ich weiß es zwar nicht, aber, also wenn jetzt so eine Porno, also, wenn er eine berühmte Pornodarstellerin war. Ja. Nein! Fail. ja. Und natürlich halt nur fragen, was sie genau will. Und dann, ja. ja, was? Ich hätte das ganz anders gemacht. Reingeschoben und gewenkt die Frau. naja. Ja gut, dann weiß ich ja schon mal eine Antwort auf eine Frage. Ja, okay, aber die habe ich nicht aufgeschrieben, ne? Okay. Okay, hauen wir mal gleich die nächste aus. Oh, würdest du die Erfinderin von Mars Eis, die richtig geil ist, ballern? Ist das eine Erfinderin? Keine Ahnung. Wäre, wenn es so wäre. Die Erfinderin von Mars Eis Bang, warum? Krieg ich mir Mars Eis oder was? wenn ich mir Mars Eis kriege, finde ich's. Ah, ich mag Snickers Eis. Aber Mars auch, deswegen, also für mehr Mars-Eis und natürlich auch dementsprechend Kohle, würde ich es wohl machen, ja? Warum? Warum, hä? Warum? Nein, Spaß. Oh, du stellst mir Fragen, ey. Ja. Geht ja auch darum. Ehrlich antworten. Am Ende macht man es bestimmt eh immer ganz anders. Ja. Ey, komm, hau raus. Fällt gerade keins mehr ein. Jetzt ist mir gerade weggeflogen, Mann. Fuck. Was gibt's denn? Keine Ahnung. Du kannst ja irgendwas mit, blub, blub, blub vom besten Kumpel oder Mutter oder. Ah, genau. Danke. Jetzt hast du es mir. Ja. Was würdest du tun, wenn einer deiner besten Freunde und du hättest eine Freundin und wenn einer deiner besten Freunde deine Freundin eiskalt. Bumst. Also wenn jetzt bester Kumpel oder ein Kumpel? Ja, so Kumpel halt. Okay, Kumpel, mit dem ich mich gut verstehe halt dann, ne? Ja. Erstmal natürlich, wie jeder andere bestimmt auch, stinke sauer. Erstmal fragen, warum er es so nötig hat. Und danach würde ich aber auch meine Freundin beleidigen. Also, ich würde mit beiden den Kontakt abbrechen. Okay. Egal, wie geil dann die Schnitte aussieht, ne? Aber wenn sie sich schon so leicht bumsen lässt, ja. Wäre nicht schön. das war's eigentlich mir ja von meinen Fragen her. Gibt noch Themen über Oma, Muttern. Ja, komm, wir wollen jetzt nicht übertreiben. Ja, warum? Ich hab da schon eine Frage. Also, ich will nicht übertreiben. Einmal vielleicht, keine Ahnung, eine Frau aus dem Puff. Naja, ne? Keine Ahnung. Das war jetzt keine spezielle Frage. So innovativ bin ich jetzt nicht. ja, wir haben gerade mal 10 Minuten. Ja, dann müssen wir aber irgendwas anderes jetzt ansprechen. Aber eigentlich gehört es ja dazu, dass du mir dauerhaft Fragen stellst. Oh. Ja gut, am Anfang macht jeder noch Fehler. Ist ja egal. Ne? Okay. Eine habe ich noch. Okay. Basti, bist du beschnitten? ja. du nicht? Natürlich. Ah, gut. Nikolai nicht, ne? Ach, ich sag nichts.
Das nicht, hat er mir erzählt. Okay. Das wollte ich jetzt auch gerade so wissen. Ja, aber über mich wissen wollen, ne? Ja, es war eine Frage, was soll ich machen? Ja, stimmt, ist ja auch unser Kanal. Da kann man den anderen schon mal trollen oder keine Ahnung. Ne? Ja. Guckst du eigentlich zu? Ja. Wo bin ich denn gerade? Ne, Spaß. Du bist hier gelaufen. Na, okay, Checkpoint. Oh, what? Fast zerstampft worden. Ja, so überhaupt nicht fett, diese Dinger. Das war süß. Ja, ne. Locker flockig. Pass auf, da kommt einer. Wie findest du das Spiel? What the? Oh, fuck. Ja, keine Ahnung. Ich kann nicht dazu nichts sagen. Es sieht schon sehr cool aus, aber gleichzeitig... Noch nie gespielt? Ich hab's noch nie gespielt. Oh, da musst du was nachholen. Nee. Was, nee? Und da kommt der Boss. Kollege der Boss. Hast schon zweimal rasiert. Sieht auch aus wie Kollege, ne? Ja, Brille. Ich und meine Sonnenbrille. Voll so. Schwer, Digga. Das war ja richtig schwer. Ich hab gerade mal 11 Minuten, wir machen noch weiter, ne? TNT. Bäm. Bumm. Geilste Animation ever, Digga. Ja, heftig, Junge. Mario has defeated the demented Iggy Cooper in Castle 1 and rescued Yoshi's friend, who is still trapped in an egg. Together they now travel to Donutland. Oh, Donut. Wie kamen wir auf unseren Namen? Wollen wir mal sagen? Oder ich? Ne? Ja, das kannst du machen. Wie kamen wir auf die Allrounder-Player? Allrounder kennt man vielleicht von Mario und Sonic aus den Olympischen Spielen. Mario ist ein Allrounder, sprich alles ist ungefähr gleich. Ne? Und der Kanal ist... Ja... Es gibt viele Allrounder, deswegen... Ja, wobei, eigentlich ist das gerade voll die falsche Erklärung. Irgendwie, ne? Irgendwie schon. Stimmt, ein Allrounder ist in... Ja, in jedem Bereich gut. Okay, ich würde jetzt nicht sagen, wir sind in jedem Bereich gut, aber... Halt ein Allrounder wie Mario. Mario ist ja einer. Immer Sonic ist er normal schnell, normal stark. Nein, Fail. Oh Gott. Fuck, bin ich dumm. Das ist ein Fail, wenn man kein Safe State setzt. Ja, Junge, noch später mit Zoom. Ja, auf jeden Fall, ein Allrounder kann alles. Gut. Gut, also nicht sehr gut, sondern normal halt. Ist gut eigentlich, ne? Gewählt? Ja. Weil ich würde jetzt auch nicht sagen, wir sind schlecht. Wobei. In welchen Spielen sind wir denn schlecht? Oder ich oder du? Stimmt, du kannst. Jeder sagt mal sein Hass-Genre. Was magst du überhaupt nicht für Spiele? Boah. Ja, was liegt mir überhaupt nicht und was hasse ich? Muss ich jetzt überlegen. Also jetzt komplettes Genre? Ja. Okay. Ja, bin ich gut. Ah, fail. Ach egal. Ich weiß nicht. Eigentlich finde ich so ziemlich alles cool. Echt? Ja. So RPGs, wo man viel sammeln muss, keine Ahnung, Tales of Symphonia oder sowas da. Was? Tales of Symphonia nennt sich das, glaube ich. Ja, so Rollenspiele so und sowas wie WoW und so ist absoluter Favorit. Favorit, aber ich fragte Hassgenre. Und Hassgenre, ja, ich weiß nicht. Ich finde es halt, ja, schon so RPG-Spiele. Es gibt halt so bestimmte Spiele. Kennst du Xenoblade Chronicles? Nö. Das ist für Wii. Also es gibt halt irgendwie... Es gibt nur Spiele, die ich hasse. Genres von an sich nicht so. Ja gut, Hassspiele. Top 5, komm, hau raus. Top 5 Hassspiele? Ja. Da hätten wir... Was hätten wir da? Bei mir auf dem 5. Platz ist das Spiel Majestia. Das man musste jetzt nicht kennen, aber... Die Leute, die zugucken, kennen das vielleicht. Ja. Mein zweites Hassspiel ist...
Warte. Platz hier. Ah, das ist voll schwer. Dann haben wir noch. Ich glaube. Ah, fail. Ich komme nicht auf den Namen. Ach so, genau. An Platz 4 haben wir dann Landwirtschaftssimulator. Echt? Ja. Mag's nicht? Ah, gut, ich auch nicht. Auf Platz 3 hätten wir dann. Ah, ich habe 2 Spiele bisher schon. Minecraft. Okay. Oh, jetzt hast du bestimmt viele Hater, egal. Egal, und dann halt. Muss ja nicht jedem gefallen. Das, was ich am meisten hatte, hasse, ist Battlefield 4. Also allgemein Battlefield. Ich mag's nicht. Soll ich mal? Ja. Okay, zum Teil, also ich hasse Top 5, würde ich auch sagen, Landwirtschaftssimulator. Hast du es selbst schon gespielt? Nein, allgemein. ich habe nicht viel mit Landwirtschaft zu tun. Mag ich auch nicht so mit Kühe, Bauernhof, keine Ahnung. Platz 4 würde ich sagen, FIFA. Habe ich schon gespielt, aber mir ist selber bewusst geworden, wie langweilig es doch nach einer Zeit wird. Außer man ist wirklich immer noch absoluter Fußballfan. Mhm. Weiß auch nicht, was an den Spielen so toll ist. Ich meine, die hauen da vielleicht 2 neue Spieler in eine Mannschaft rein, dann ist das Spiel komplett neu für die. auf 3. Ebenso durchgehen. Irgendein Mario Kart. Ich glaube, das für SNES Super Mario Kart. Habe ich schon mal gespielt. Das ist einfach nur. Ach so, ja, genau. Es ist abgefuckt schwer. Und auch, ja, jetzt muss ich es nicht hassen, weil es schwer ist, aber. Ich fand es halt so jetzt. Gegenüber den anderen. Ja. Was würdest du sagen, sind deine Top 5 Lieblingsspiele? Wow. Oder Top 3, sagen wir mal Top 3. Oh ja, noch schwieriger. Ich kann meinetwegen anfangen. Hä? Ich kann meinetwegen anfangen. Nee, du hast gerade angefangen. Ich fange jetzt an. Warte, wenn ich das hier eben schaffe, du guckst ja gerade zu. Ach, fuck, da schaue ich nicht. Nochmal neu. Top 3 Lieblingsspiele. Warte, da muss ich eben nach hinten gucken auf mein Regal. Was finde ich denn da? Super Mario Galaxy 2, würde ich sagen. Auf 3 oder was? Ja, auf 3 würde ich Super Mario Galaxy 2 sagen. Okay. Auf Platz 2. The Legend of Zelda. Ja, welches halt? The Legend of Zelda. Es gibt viele geile. Ich würde aber sagen Skyward Sword oder. Twilight Princess für GameCube. Okay. Und mein wirklich absolutes Lieblingsspiel, was ich über alles liebe, würde ich sagen, ist. Oh, ich habe bisher noch keine Wii U gespielt, deswegen. klingt langweilig, aber ich finde New Super Mario Bros. Wii. Ne, warte. Donkey Kong Country Returns. Das erste. Returns? Ja. Das allererste? Ja. Okay. Egal wie sehr es mich zum. Ja, abfacken gebracht hat. Ich find's dennoch übelst geil, halt alles, ne? Kennst du ja bestimmt selber. Ja, klar. Die Innovation und. Oh, die Level und. Oh, die Grafik und. Oh. Klar, ich hab's auch noch nie wirklich so gesagt, dass ich überall liebe, aber doch im Moment. Klar, mit der Wii U wird sich alles ändern, die ich bald hab. Oh, oh ja. Oh Gott. Ja, aber sonst so, wirklich. Wii regiert bei mir. Ja, okay, außer Twilight Princess GameCube. Aber ich finde, Wii ist einfach die einer der geilsten Konsolen. Und ja, wir haben schon fast 19 Minuten, das ist mir aber egal, denn du sagst noch deinen Top 3. Ja, also auf. Ja, ich. Bei mir sind Top 3 Shooter-Spiele fast. da habe ich einmal auf Platz 2 haben wir. Auf Platz 3 haben wir Call of Duty Modern Warfare 3. Okay. Auf 2 Black Ops 2. Und auf 1, mein Spiel, wo ich die meiste Zeit reingesteckt habe, ist World of Warcraft. Okay. Da habe ich eine ganze Zeit lang mit einem Freund zusammen gespielt. Stundenlang war. Hä? Stundenlang. Stundenlang, ja. Mir liegt sowas aber auch überhaupt nicht. Das sind so meine Top 3. Ja, ich mach noch das Level dann zu Ende. Mit dem ersten Part.
Ich hab voll Bock, schon gleich den zweiten zu drehen. Einfach mal gucken, ey. Nee. Ach, keine Ahnung, mal gucken. Ja, vielleicht, keine Ahnung, wir wechseln uns ja, müsst ihr wissen, so über Skype reden wir und dann sagen wir, ja gut, wir nehmen jetzt das auf und dann sagen wir, okay, und dann, ja, fängt's an. Also wir machen wirklich jetzt gerade, seitdem wir den Kanal haben, skypen wir wirklich stundenlang. ja, mir macht's auf jeden Fall bisher sehr viel Spaß. Und ja, mal gucken, was da noch so alles kommen wird. Ich bin auf jeden Fall ziemlich gespannt in, also auf die Zukunft, was so mit dem Kanal vielleicht alles kommt. Aber ich, wir versprechen euch, es wird epic. Epic. Das Level dauert noch ein bisschen, jetzt labern wir einfach so schon. Irgendein Bullshit. 20, oh, noch nicht, oh, das wird ein langes Video. Viel Spaß beim Rennen. Ach komm, hab ich schnell. Yeah. Ich bin ja gerade dabei am Rendern. Ja. Mit meinem geilsten. Ja, okay, geil ist nicht, aber mit meinem, finde ich, sehr coolen Projekt, und zwar Super Meat Boy. Oh, 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 warte. Oh, boah, geil, die haben wir noch bekommen. Ein bisschen vorspulen. Wo ich aber glücklich verkacke im Moment. Ach, komm noch. So, und da hätten wir auch dieses Level. Oh, fail, warte. Ja. Yeah. Gut, ich würde sagen, knappe 22 Minuten ist eine ordentliche Zeit, doch. Das wird dauern mit dem Rendern. Aber ging bisher eigentlich immer relativ fix. Und im nächsten Part machen wir sogar das erste Geisterhaus. Bis dann und... Tschüss! Yeah!